Einen wunderschönen guten Morgen, liebe LinkedIn-Community aus dem wunderschönen Wien. Heute ist das Thema Interimsmanagement, Rent a CFO und Mergers and Acquisitions Advisory Deals. Neben mir ist der Josef Kainz. Josef, vielen Dank für deine Bereitschaft, uns mal in einer Management-Boutique oder der Management-Boutique in Österreich Einblicke zu geben. Beginnen darf ich diese Serie heute mit dem Josef Kainz. Und ich bitte dich, Josef, stell dich mal kurz der Community vor. Sehr gerne, Ilkay. Schönen guten Tag. Mein Name ist Josef Kainz. Ich betreibe mit zwei Kollegen eine Interimmanagement-Boutique hier in Wien. Seit mehr als zwei Jahren sind wir da unterwegs, habe eine lange Vergangenheit im Bereich Interimmanagement, habe sehr, sehr viel gesehen in ganz Europa, in verschiedensten Industrien, aber das werde ich dann später noch näher ausführen. Josef, jeder kennt ja das Thema Interimsmanagement aus der Brille einer Vakanzüberbrückung. Ganz klassisch, jemand fällt aus, es muss schnell jemand als Vakanzüberbrückung herangezogen werden. Interimsmanagement ist ganz klassisch in dem Bereich. Gibt es noch weitere Tätigkeiten oder Aufgaben, die der Interimsmanager lösen muss? Ja, die gibt es, Ilke. Die gibt es. Schön ist es natürlich, wenn man die Vakanzüberbrückung planen kann, weil man sagt, ich weiß, wann der weggeht und dann hole ich dann halt einen rein, der gewisse Aufgaben überledigt. Aber ganz, ganz spannend ist es, wenn plötzlich ein Bedarf auftritt. Das kann sein, wenn einer, ein Jobinhaber, und wir reden da meistens über CFOs oder Controllingleiter, überraschend ausfällt, kündigt, krank wird, und so weiter, ja. Da muss man eigentlich sehr, sehr schnell einspringen, weil oftmals, oder habe ich das schon erlebt, dass das auch sehr im Zusammenhang steht mit ernsten Situationen, weil eine Bank vor der Tür steht und irgendwelche Geschäftsfälle erklärt haben möchte oder weil die Refinanzierung notwendig ist. Und dann muss man sehr, sehr schnell wirksam sein. Und darauf sind wir spezialisiert. Die Vakanzüberbrückung bzw. die Aufgaben, die ihr bewältigen müsst, sind ja oft zeitkritisch. Wie löst ihr diese zeitkritische Situation? Ich kann mir vorstellen, ihr werdet angerufen und da muss man schnell handeln. Und das ist ja oft auch die Einstellung von den potenziellen Auftraggebern, dass die sagen, puh, das ist ja gar nicht möglich, dass du dich in so kurzer Zeit einarbeitest in eine Materie. Das Gegenteil ist der Fall. Wir kommen hin, können mit unserer Erfahrung, die wir haben, und wir kommen ja in Industrien, wo wir bereits unsere Lorbeeren verdient haben, und sind eigentlich, ich sage immer, wir sind eigentlich ab dem ersten Tag wirksam. Ja. Und das Geheimnis dabei, es gibt dort Menschen, die Jobs ausführen, und oftmals geht es ja um Leitungsfunktionen. Und du gehst dann rein in diese Company und hörst den Leuten einmal zu. Und oftmals entsteht eine Krise in Unternehmen, weil halt gute Ideen, die es gibt, nicht umgesetzt werden. Wir hören dann zu und dann entscheiden wir und setzen um mit dem Team. Und ich habe das meistens, in den allermeisten Fällen erlebt, dass wenn wir da reinkommen und es ist eine Krisensituation, dass eigentlich Dinge in Bewegung kommen und ein Motivationsschub durch die Organisation geht. Bis hin zu den Gesellschaftern, habe ich oftmals schon erlebt. Josef, häufig sind ja eure Einsätze sehr zeitkritisch. Wie geht ihr mit dem Thema der Zeitkritik um? Es muss ja schnell funktionieren. Naja, wir sind spezialisiert darauf, schnell wirksam zu sein. Und ich mache am besten ein Beispiel. Eine Situation in einer Schokoladenfabrik in der Schweiz, Geschäftsführer und Finanzleiter hatten einen Burnout, sind einfach von einem Tag auf den anderen weg gewesen und die Firma, eine relativ kleine Firma, war kurz vor der Auflösung. Ich wurde gerufen über den Aufsichtsratsvorsitzenden und meine erste Aufgabe, ich habe sehr viele Jahre in der Schokoladenindustrie gearbeitet. Das heißt, ich weiß ganz genau, worum es da geht. Ja. Und ich bin dann
reingegangen und das Wichtigste war, die Firma, die kurz vor der Auflösung stand, weil die Mitarbeiter haben sich schon andere Jobs gesucht, das zu stabilisieren. Und wie macht man das Stabilisieren? Die Firma war finanziell nicht besonders in besonders guter Situation. Wir haben einen Kassasturz gemacht und haben mal gesagt, ganz klar auf den Tisch gelegt, so lange reicht die Liquidität, wir haben einen Plan, um eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Das ist alles in den ersten 2 Wochen passiert und kein einziger der Mitarbeiter hat gekündigt. Na, einer hatte schon gekündigt, bevor wir gekommen sind, den haben wir wieder zurückgeholt. Also das hat funktioniert. Und ich glaube, das Wichtigste ist hier, kompetent aufzutreten, Perspektiven zu geben und den Mitarbeitern den Rücken zu stärken. Der Interimsmanager steht ja oftmals, du hast es gerade angekündigt oder angedeutet, auch vor schwierigen Fällen. Ich nehme mal das Wort, das böse Wort Sanierungsfall in den Mund. Also wenn man hört, da gibt es Probleme, der Interimsmanager kommt rein und hat mit der Sanierung zu tun. Ist das so das klassische Bild des Interimsmanagers, dass er sich nur um Sanierungsfälle kümmert? Nein, nicht nur. Ja, natürlich, Sanierungsfälle kommen vor, das sind wir auch im Einsatz. Aber es gibt auch ganz andere Situationen, Sondersituationen, sage ich immer dazu, wo eine Company Unterstützung braucht. Ein typisches Beispiel, wo wir schon sehr viel gemacht haben mit dieser REMAS, ist im Zusammenhang mit Unternehmensverkäufen oder Unternehmenskäufen. Da geht es darum, Firmenteile herauszulösen aus Konzernen und in neue Organisationen einzugliedern. Da geht es auch meistens sehr um zeitkritische Vorgänge, weil ja mit den Verkäufern normalerweise eine kurze Transition, Übergangsperiode vereinbart ist. Da musst du dann innerhalb von nicht einmal einem Jahr ganze Abteilungen aufbauen, weil die in der Vergangenheit von den Konzernen bedient worden sind und jetzt eine Standalone-Organisation aufgestellt werden muss. Dass man sagt, wir sorgen dafür, dass aus 1 und 1 3 oder 4 wird, wenn wir das gut machen. Kommen wir zur nächsten Frage, Josef, die mich immer wieder sehr stark beschäftigt, und zwar so ein Interimsmandat. Sanierungsfall, okay, klar, wir wollen das Unternehmen vielleicht sogar retten, ja, oder eben verbessern in der milderen Form. Aber wie ist denn diese Planerei, wenn du versuchst natürlich in so ein Interimsmanagementmandat reinzukommen, wie planst du so ein Interimsmandat? Kann man das überhaupt planen, ist meine Frage. Ja, natürlich musst du das planen. Das heißt, du machst ja mit dem Auftraggeber, das ist meistens der Eigentümer oder der Aufsichtsrat, machst du eine Vereinbarung, du machst eine Mandatsvereinbarung, da beschreibst du mal sachlich, worum es geht. Da geht es ihm darum, eine Firma neu aufzustellen, zu integrieren, also was auch immer. Also gibt es verschiedene Themenstellungen, die wir hier haben. Aber es gibt auch die Soft Facts, die du dann berücksichtigen musst. Und zwar, du bist ja als Interim Manager definitionsgemäß mit einem Ablaufdatum versehen. Okay. Und ich sage immer, es ist extrem wichtig, ganz, ganz wichtig, schon zu Beginn des Mandates das Ende mitzudenken und vor allem in Richtung der Organisation, also in Richtung der Mitarbeiter, die dort dann halt verbleiben. Wir schulen die Leute, wir bauen Strukturen auf und es geht immer darum, dass man sagt, das muss dann auch funktionieren, wenn ich dann oder wenn wir dann weg sind. Und ich fasse das immer zusammen mit dem Schlagwort, du musst die Mitarbeiter fordern, aber du darfst sie nicht überfordern. Dann macht das Ganze für alle Beteiligten großen Spaß. Liebe Community, was sagt ihr zu den Ausführungen von Josef Kainz? Das gibt uns einen richtig guten Überblick über die Tätigkeiten und Aufgaben und selbst wie die Planung eines Interimsmanagers funktioniert, haben wir jetzt hier erfahren aus erster Hand von der Management-Schmiede hier aus Wien, die übrigens in der ganzen Dachregion tätig ist. Also das ist nicht nur jetzt auf Österreich bezogen, sondern ihr seid ja in der Dachregion in der Gesamtheit unterwegs. Und das bringt mich jetzt zu dem Punkt, lass uns mal kurz darüber sprechen, Josef, in welchen Marktsegmenten, Industrien, Sektoren seid ihr jetzt unterwegs? Und die anschließende Frage ist, hast du mal so ein konkretes Fallbeispiel, wo wir der Community aufzeigen können, wie so ein Interimsmandat, vielleicht eins, wo es zackig zugehen muss, auch durchgeführt worden ist? Das Schöne an dieser REMAS ist, dass wir
sehr breit aufgestellt sind. Wir decken eigentlich das ganze Industriespektrum, kann man sagen, ab. Und ich speziell bin ein Experte im Bereich Konsumgüterindustrie. Unter anderem habe ich gearbeitet für Rama, habe ich gearbeitet für Lindt & Sprüngli, die Schokoladefirma. Ich habe sehr, sehr viele Jahre international als CFO Automobilzuliefergruppen verantwortet. Ich bin im Dienstleistungssektor vor allem im Bereich Personalüberlassung tätig gewesen in meinen Interimmandaten und ich habe auch in der Halbleiterindustrie Erfahrungen gesammelt. Ja, und du sagst, gib uns doch ein Beispiel über einen Feuerwehreinsatz vielleicht am besten. Genau, ein Beispiel, ja. Ich war auf Urlaub, Anruf kommt, Herr Keins, wir brauchen Sie, wenn Sie vom Urlaub zurück sind, bei einem Abendessen mit einem Aufsichtsrat in Deutschland. Wir wollen über ein potenzielles Mandat mit Ihnen reden. Flieger zurück, gelandet in Wien, kurz Wäsche gewechselt, ins Auto gesetzt, nach Deutschland gefahren, im Stau gestanden, um 22 Uhr im Hotel gewesen, Abendessen mit dem Aufsichtsrat. Und die haben wir dann eröffnet. Am nächsten Tag gibt es eine Mitarbeiterversammlung, wo ich vorgestellt werden sollte als neuer CFO in einem Automobilzulieferindustriebetrieb. Und ich war froh, dass ich damals ein zweites Hemd eingepackt habe. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Ich hatte es mit, ja. Und bin dann in der Früh in der Company gestanden und habe quasi von dem Vorgänger, der an demselben Tag das Unternehmen verlassen hat, übernommen, habe die Mitarbeiter in Empfang genommen, Vertrauen aufgebaut. Es ging gerade bei dieser Kampagne darum, Banken, die irgendwie wankelmütig waren, weil die Kennzahlen, die halt erforderlich waren, nicht ganz erreicht wurden, ruhig zu stellen. Das ist mir dann innerhalb der nächsten 2-3 Wochen wirklich gut gelungen. Das war ein Teamwork-Ansatz, den wir da hatten, gemeinsam mit dem CEO, der in dieser Kampagne war, haben wir den Banken wirklich fundierte Forecast-Zahlen und Budgetzahlen für das nächste Jahr präsentiert. Und ganz, ganz wichtig, wir haben auch gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ende dieses Mandates war fixer Finanzchef wieder angestellt, Übergabe durchgeführt. Das Ganze hat nicht einmal ein halbes Jahr gedauert, aber war ein wirklich super spannendes Feuerwehreinsatzprojekt.